Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und das ist das erste Halloween-Tutorial, was online kommt. ja. Was es darstellen soll, ist halt einfach so ein Clown mit ein wenig Blut darstellen, der so ein bisschen Blut geleckt hat. ja, es hat mega viel Spaß gemacht, das zu kreieren und ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann bleibt dran. Ihr Lieben, als erstes fange ich mit dem Catrice Cosmetics Primer and Fine, Prime and Fine Anti-Shine Base an. Und ja, damit, das gehe ich einfach überall hin, wo ich jetzt Theaterschminke drauf klatsche mit. Dann benutze ich die Rivella de Loop Natural Lift Make-Up Foundation in der Farbe 01 Light Beige mit einem Foundation Pinsel und gebe das einfach auf mein komplettes Gesicht. Da diese Foundation ziemlich hell ist, finde ich, macht das so einen richtig blassen Teint. Und das ist dann so richtig krass. Krank aussehen und das ist natürlich für so Halloween-Tutorials perfekt. Das ist, glaube ich, die hellste Foundation, die ich bis jetzt habe. Aber gut. Ja, dann habe ich den Catrice Camouflage Stick benutzt in der Farbe 10 Bambi Beige. Ich habe dann noch einen Pickel abgedeckt, den man durchgesehen hat und habe das dann alles gesettet mit dem MAC Studio Pressed Powder in der Farbe Medium. Und ja, das sieht einfach so krank aus. Ich eigentlich ein bisschen bräuner bin. Ein bisschen. Und dann habe ich die Theaterschminke einfach um meine Augen rumgegeben, weil die weiße, weil das dann quasi diesen Clowns-Effekt nochmal gibt. ja, werdet ihr dann, habt ihr ja schon gesehen bei dem anderen. Dann habe ich diesen Lila-Ton mit so einem pinken Rotton kombiniert. Zuerst habe ich nur den Lila-Ton, dann gesehen, nee, das sieht nicht gut aus und habe dann doch auch noch diesen pink-roten Ton benutzt. Und ja, das hat dann die Farbe doch perfekt gemacht. Oh. Ja, irgendwie liebe ich mich so krass zu schminken. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie machen mir Halloween-Tutorials aber total viel Spaß. Ja. Dann habe ich noch das Weiß benutzt und in so einen grünen Lidschatten und das habe ich dann einfach auf ein bewegliches Lid in den Innenwinkel gegeben. Habe dann gesehen, es hat nicht genug Farbe. Habe dann den NYX Jumbo Eye Pencil in der Farbe 604 Milk benutzt und dann nochmal das Grün und das hat es einfach viel intensiver gemacht. Deswegen kauft euch diesen Pencil, diesen Jumbo Eye Pencil, weil die sind so mega gut für Halloween Tutorials und auch für so Make-up, weil die einfach die Lidschatten so intensivieren. Und ja. Dann geht's auch schon weiter. ja. Wir sind jetzt eigentlich schon fertig mit den Lidschatten. Ich habe dann angefangen, mir alles zu zeichnen, so was ich alles schwarz ausfüllen muss. Also meinen weiteren Mund, dann rund um meine Augen. Also ja, ich mache das immer mit einem Eyeliner, weil der halt ziemlich dünn ist und da kann man dann später besser korrigieren. Meine Nase dann auch gemacht, habe dann noch so ein Loch gezeichnet, was später weiß wird. Und ja, habe mir das dann alles so rumgezeichnet. Ich habe erst auch einen Lidstrich gezogen. Habe den dann auch mal intensiviert, weil ich angefangen habe mit dem Lidstrich. Dass ich einfach mal einen habe und dann habe ich mich halt weitergearbeitet. Am Ende sieht man sogar den Lidstrich eigentlich gar nicht. Aber das hilft mir einfach so zu wissen, wie weit kann ich denn gehen mit meinem Augen-Make-up. Und ja. Dann habe ich natürlich angefangen, diesen Dreieckgruppen zu zeichnen und das endet ja quasi mit dem Lidstrich und das habe ich dann einfach so rumgemalt. Also da habe ich dann so einen dickeren Eyeliner benutzt, und zwar war es der P2 Full Action Eyeliner, einfach weil der sich nämlich nicht so krass biegt und da kann man einfach viel besser malen. Und ja, ich habe das dann alles schwarz gemacht. Also dann habe ich mir unten noch diese Zacken hingemalt und später werde ich das alles dann noch mit Schwarz ausfüllen, mit schwarzer Theaterfarbe. Ich habe jetzt einfach nur mal den Grundriss gezeigt, weil verbessern tut mir immer wieder. Aber ja, ich wollte das einfach mal machen. Ich finde, wenn man sich das vorskizziert, dann sieht es einfach viel, viel besser aus. Später, wenn man dann halt noch ausmalen muss und dann halt noch alles ein bisschen korrigieren muss. So. Dann
hatte ich quasi jetzt die schwarze Theaterfarbe benutzt und habe dann alles ausgefüllt. Als erstes habe ich mit meinem Lippen angefangen. Schwarzer Lippenstift wäre natürlich auch sinnvoll gewesen, hatte ich jetzt vergessen. Muss ich mir noch überlegen, ob ich mir für Halloween kaufe. Ich habe die als erstes ausgefüllt und habe dann angefangen mit dem Mund nach außen zu ziehen. Und ihr werdet jetzt im Laufe dieses Ausfüllens sehen, dass ich das immer breiter gemacht habe, weil ich habe vorhin quasi den Grundriss gezeichnet und habe das dann perfektioniert, wie das mit der schwarzen ausgefüllten Farbe aussieht, ob das so passt und ob man da noch was ändern kann. Also es ist einfach nur so ein Rumgespiele. Dann habe ich meine Nase ausgefüllt und nochmal davor aber eine Mücke korrigiert. Und habe dann diesen weißen Kreis quasi freigelassen, weil da ja dann später die weiße Farbe noch reinkommt. Ich habe es ein bisschen näher gemacht, weil ich das halt perfekt haben wollte, was so schmal ist, dass ihr das einfach seht. Weil man muss halt bei diesen schmalen Dingern schon ein bisschen präziser arbeiten. Und ja, wenn es dann alles wirklich ausgefüllt ist, sind wir auch schon fast fertig mit dem Look. Also ich finde das irgendwie richtig cool, den Look. Und ja, jetzt kommen wir zu den Dreiecken oben. Und ja, ich habe dann auf den Bildern gesehen, dass es sogar noch ein Teil nach dem Grünen auch noch schwarz ist und habe das dann alles so richtig perfekt gemacht. Dass wirklich alles dann schwarz ist, bis auf das Grün halt. Habe dann auch mal mein Eyeliner immer mal wieder nachgebessert mit der schwarzen Theaterfarbe. Sollte man, glaube ich, nicht machen, man sollte es eher mit Gel-Eyeliner machen, weil Leute, wenn ich schwitze, verschmiert alles. Im Club oder wo auch immer ihr hingeht, solltet ihr euch vor Augen führen. Und ja, dann habe ich das natürlich auch wieder perfektioniert, alles, was es mir gepasst hat. Ja. Und dann habe ich dieses Weiß jetzt reingemacht und dann habe ich mir auch noch ein bisschen an die Lippe unten gemacht, dass man quasi sieht. Und dann kommen wir nämlich zu Orange. Ich habe dann von meinem Pinsel das hintere genommen und habe dann einfach so Punkte noch bei den Zacken überall hingemacht. Das ist auch wirklich wie so ein Clownskostüm aussieht. Ja. Und dann kommen wir auch schon zu dem restlichen Kostüm. Ich habe mir jetzt einfach mit dem Jumbo Eye Pencil von NYX so Linien gezeichnet, weil die später in Rot und Weiß ausgefüllt werden. Und es sollte jetzt einfach nur so vorskizziert werden. Ich meine, die weißen Linien sieht man schon später nicht, weil wir dann auch mal mit Schwarz drüber gehen. Aber einfach, dass ich schon mal so eine Form habe, wie viel ich ungefähr ausfüllen muss. Ja, das habe ich dann einfach mit weißer Theaterfarbe und mit roter Theaterfarbe ausgefüllt. Und ja, irgendwie finde ich das Kostüm richtig cool. Aber ja, ich weiß auch nicht, mit der Situation jetzt mit diesen Clowns, ob man sowas tragen soll. Ja, mal gucken. Welches Helm muss ich noch einmal was mit dem 10. tragen? Ja. Ich finde, dass dieses Weiß halt ziemlich schnell geht, weil es ist halt wasseraktiviertes Weiß. Was auch ziemlich gut trocknet und dann nicht mehr verläuft, nicht so wie die andere Theaterfarbe. Deswegen kaufe ich mir jetzt immer mehr diese wasseraktivierte, wenn die Farben leer gehen. Und dann habe ich das natürlich mit Rot aufgefüllt, weil die verlaufen einfach nicht, die trocknen und dann sind die halt fest. Die werden erst wieder mit Wasser gut quasi wieder weg, gehen sie weg. Und deswegen würde ich sie euch empfehlen zu kaufen. Die kosten halt ein bisschen mehr, die kosten halt 2 Euro, aber die sind einfach super. Ich werde diese Theaterfarbenpalette aufbrauchen und danach mir auch nur noch wasseraktivierte kaufen. Farben, weil für mich ist es einfach besser für Halloween-Tutorials, weil ich auch viele Freunde schminke an Halloween und ja. Jetzt haben wir schon fast mit dem Kostüm und da wir jetzt keine Linien haben, habe ich das natürlich noch mit schwarzer Theaterfarbe jetzt noch nachgezogen, so Linien. Einfach die Trennung und ja. Dann sind wir auch fast schon fertig mit dem Kostüm. Ja. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Blut. Also man könnte auch ohne Blut rumlaufen. Aber ich wollte natürlich ein großes Lookes machen. Und deswegen habe ich einfach so Kunstblut genommen. Und lustige Story, die Tube ist noch kaputt gegangen. beim nächsten
Blutunterlaufen. Ich weiß nicht, bei allem, was ich damit getrieben habe, ist kaputt gegangen. Ja, ich habe einmal hier so Blut runterlaufen lassen. Und dann habe ich mir das quasi auf die Hand geschmiert und einmal so rüber gezogen. So, ihr Lieben, das war mein Zombie-Clown-Joker-Kostüm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir gibt die mir einen Daumen hoch. Und ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, diese Serie hat gestartet. Das ist die Serie This is Halloween. Der Grund, warum ich diesen Titel genommen habe, ist, weil ich im Europapark diesen Song This is Halloween liebe. Und ich finde, der passt einfach perfekt zu unserem Thema. Und das ist einfach nicht so diese Standard-YouTube-Spooktober oder sowas, sondern das ist einfach cool. Und ja, dieses Jahr gibt es 7 Folgen von This is Halloween. Die anderen Folgen mit den anderen Halloween-Tutorials sind natürlich auch in der Playlist drin. Und ja, es wird 6 Make-up-Tutorials und ein Snack-Video geben für Halloween. Und das alles, ihr seht nur 10, mein Schatz. Und das alles wird es vor dem 31.10. geben. Also seid gespannt, es folgen noch 5 weitere Make-up-Tutorials. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieser Look. Er hat mich auch Spaß gemacht. Und ja. Habt ihr übrigens schon meinen Trailer gesehen von der Halloween-Serie dieses Jahr? Der ist einfach mega geworden, findet ihr nicht auch? Ich habe mir so viel Mühe gegeben beim Schneiden, deswegen gebt ihr mir den Halloween-Trailer auch einen Daumen hoch. Denn das ist Halloween-Trailer. Es wird jedes Jahr jetzt einen so einen Trailer geben mit allen Make-up-Looks. Ich werde nächstes Jahr definitiv früher anfangen mit meinen Halloween-Tutorials. Ich bin dieses Jahr ein bisschen spät dran, weil ich meine, heute haben wir schon den 11. Oktober. Aber gut, wenn ihr das Video seht, ist es fast 2 Wochen später. Ja. Aber ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen restlichen Tag und einen schönen Start ins Wochenende. Und wir sehen uns dann am Sonntag zu einem neuen Video. Übrigens gibt es auch am Mädelsmontag diesen Monat ein Halloween-Tutorial. Und zwar etwas für die Mädels natürlich, beziehungsweise am Girls-Time-Folge. Ja, ich hoffe, euch gefällt's und wir sehen uns dann beim nächsten Halloween-Tutorial oder beim nächsten Video am Sonntag. Tschüss!